Was können wir sonst noch Schönes machen? Yeah! Schaut's euch an! Boss Rush geschafft mit Jacob und Esau. Lilith Beast, würde ich sagen. Warum denn nicht? Nein, Daily Run habe ich noch keinen gemacht heute. Warum denn nicht? Zum Beispiel, wir wollen den ersten Goldraum auslassen. Oh, das ist nicht gut. Tainted Jacob? Fragezeichen. Nein. Nein, ich hab erstmal kein Bedürfnis, Tainted Jacob freizuschalten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das wird jetzt erstmal schwer zu glauben sein. Ich weiß. Ja, aber das ist doch nur der spaßigste... Nein! Das ist nur der spaßigste Charakter im Spiel. Habe ich Tainted Lilith? Nein, ich habe Tainted Bethany. Dazu kommt, dass ich beim letzten Mal schon Tainted Charakter freigeschaltet habe. Müll. Komm schon. Yes. Mein Shots be down ist okay, aber. Okay, ich habe das Gefühl, diese Gegner sind mit Lilith sogar noch ein bisschen nerviger, mit ihnen umzugehen. Ja, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Was ich gestern gesehen habe, das war, es war vorgestern. Zeig mir den Fehler. Es war ein Clip von, keine Ahnung, von dem Podcast von Steve O, der eine Typ von Jackass, wie auch immer, hat einen Podcast, was sehr ironisch ist. Das ist wirklich ironisch, denn seine Stimme ist keine Stimme, der man für lange Zeit zuhören kann oder will. Auf jeden Fall hatte er einen Schauspieler von Malcolm aus Malcolm mittendrin zu Besuch. Und sie haben über ein paar Gerüchte geredet, die über den Umlauf sind. Denn ich meine, vielleicht ist das eine Sache, Frankie Muniz, vielleicht ist das eine Sache, von der ihr gehört habt, so die Geschichte so, ja, er hatte irgendwie super viele Herzanfälle und sowas und er erinnert sich an nichts mehr von Malcolm mittendrin, von den Dreharbeiten und sowas. Was, wie sich herausstellt, alles nicht stimmt. Sache dahinter ist, dass er, er hat sehr vermutet, dass er eventuell viele kleine Schlaganfälle hat, aus irgendwelchen Gründen, aber es war Migräne, wie sie herausgestellt hat, die Anfälle, die er da hatte. Und, das mit dem, wie er es vergessen hat, das war, als er bei Dancing with the Stars war, war irgendwie so eine Sache, wo sie gesagt haben, hey, was ist das, keine Ahnung, von diesem Kandidat das beste Jahr oder so, haben sie gesagt 2001 und dann meint sie zu ihm, hey, was hast du 2001 gemacht? Und er meinte, keine Ahnung, irgendwas schätze ich, was wollt ihr von mir hören? Und dann wurde er raus irgendwie, oh, er hat alles vergessen, er erinnert sich an nichts mehr, der arme Kerl. Ja, das ist, vor allem, ich weiß noch, dass in irgendeinem Stream wurde das auch mal angemerkt. Keine Ahnung, wo dann auch Leute die Geschichte erzählt haben. Wusstest du, dass er nicht mal mehr weiß, was von den Dreharbeiten weiß? Er ist ja so krank. Das Lied ist ein absoluter Hit. Aber ja, davon scheint nicht viel der Wahrheit zu entsprechen. Das klingt für mich nach Klatsch und Tratsch aus den USA. Ja, auf jeden Fall, aber ich fand's faszinierend, weil das halt eine Geschichten waren, die ich selber auch gehört habe und mir dachte, ja, wird schon stimmen, keine Ahnung. Er hat irgendwie auch selber nie ganz ein Statement dazu abgegeben oder so, weswegen es einfach alle so, als, ja, scheint so zu sein, abgestempelt haben. Ich weiß nicht mal, was ich vor 3 Stunden gemacht habe. Um 7.43 Uhr. Ich schon, da bin ich aufgestanden. Ich habe doch meine, komischen Anfänger-Training-Stages in Dokkan-Battle gemacht. Habe ich gesehen, dass ich nur noch 9% Akku habe. Und dann dachte ich mir, langsam sollte ich aufstehen. Langsam ist es an der Zeit. Dann habe ich noch
ein paar Mal, wenn ihr versteht, was ich meine, geschluckt. Um den Mandelcheck zu machen. Um herauszufinden, ob sich meine Mandeln wieder besser anfühlen. Und sie haben sich ziemlich okay angefühlt. Und ich dachte mir, ja, heute ist an der Zeit zu streamen. Oh crap. Dirty meint es ziemlich okay. Who asked? Ja, jemand hat bestimmt gefragt. Als letzter ein 9-Jähriger auf YouTube. Glückwunsch. Danke, schätze ich. Ich meine, ich habe... Das war nicht ganz zum 9-Jährigen. Ich habe seine Update-Video gemacht, wo ich es kurz angemerkt habe. Wollen wir zur Feier des Tages zum 800. Mal mein erstes Video anschauen? Können wir sagen, hoch, Mario trifft die Blöcke nicht mit dem Kopf. Hat er schon mal gesehen? Oh, Bomben, sehr gut. Ja. Hey! Okay, keine Ahnung, wo der Secret Room ist. Wir werden das Video nicht anschauen. Und das in erster Linie, weil ich sie wirklich des Öfteren irgendwo erwähnt oder angeschaut habe. Oh, die Glühbirne gefällt mir ziemlich gut, ehrlich gesagt. Auch wenn die andere Glühbirne natürlich ein bisschen besser wäre, aber... Oh! Hallo! 25 Cent? Oh ja, yeah, wir haben den einen Tinted Rocky Mode. Oh, wir könnten Trinkets im Bossraum liegen lassen, das ist... Yo! Okay. Okay, Spiel. Ich meine, wusste ich, dass das der Easy Mode wird? Der Buddy in a Box. Wenn man gerade unterwegs ist, um The Beast in Angriff zu nehmen, würde ich sagen, ist das ein ziemlich gutes Pickup für für Lilith. Hey Buddy, das ist eine schicke Box, die du da hast. Ich liebe es, dass jemand angemerkt hat, oh ja, wenn du das machst, kannst du das Trinket jetzt schon im Bossraum ablegen. Und ich habe es vorgelesen, habe ich gesagt, oh ja, das kann ich machen. Und einer schreibt, Trinket ablegen! Oh, das ist ein Gamer-Moment. Nein! Oh, das ist gerade ein bisschen belastend. Kann er bitte sterben? Oh mein Gott, wie viel... Dankeschön. Oh, außerdem noch eine Sache. Das war ein anderer Clip von dem Interview-Teil mit Frankie Muniz. Auch eine Sache, die angemerkt hat. Er wurde auch gefragt, hey, hast du noch Kontakt zu Bryan Cranston, welcher natürlich damals bekanntermaßen den Vater von ihm gespielt hat in der Malcolm mittendrin. Wisst ihr, was er meinte? Er meinte, dass Bryan Cranston ihm immer noch nach wie vor, Robo Baby ist ziemlich okay, nach wie vor jede zweite Woche mal schreibt, wie es ihm geht. Dann dachte ich mir, oh, vielleicht ist Bryan Cranston wirklich die beste Person auf der Welt. Es gibt bisher noch keine Gegenbeweise. Ich liebe den Gedanken, dass er eben einfach... Ist einfach, ja, er war sein Serienvater, ist einfach seine Rolle ab jetzt. Außer wer won sei, 41 Monate, Resub, vielen, vielen Dank. Und der Black Aces, frischer Sub auch dafür, vielen, vielen Dank. da will ich nicht rüber. Mehr als 3 Jahre, das ist krass, aber was meinst du? Und Resub.
dachte, du meintest, dass er ihm nach mehr als 2 Jahren noch schreibt. Da wollte ich nicht gerade sagen, Melke, mittendrin ist ein paar Tage länger her. Ich glaube, die längsten Subs sind inzwischen bei 56 Monaten. Man kann inzwischen eine Liste einsehen, wer die ersten Subs auf dem Channel sind. Also von Twitch aus. Ich habe mal reingeschaut und... ich glaube, von den ersten 30 sind noch 2 oder 3 aktive Subs. Ich sehe übrigens gerade gar nichts. Was etwas vieles fürs Protokoll. Wenn ihr mich fragt. Weil es eine lange Zeit. Oh oh. Meat. Weil wir bekommen keinen Deal. Uncool. Uncool. Meat bedeutet, wir können ein bisschen an Demon Judge mit unser Glück versuchen. Mochtest du Melke mittendrin? Yeah. Serie war ein absoluter Hit. 4. Sonst wäre mir das relativ egal gewesen. Lager müsste erst die Nummer 1 sein, oder? Nein. Lager hat erst dann gestreamt, als ich, er hat erst da gesubbt, als ich schon gestreamt habe. Es gab, ich habe auf Twitter damals angemerkt, oh, ich bin übrigens auf Twitch gepartnert. Da haben dann irgendwie schon, oh, da komme ich nicht ran. Da haben dann, glaube ich, 2 oder 3 Leute schon gesubbt. Das heißt, das war noch ein Tag vor dem ersten Partner-Stream. Da kann der alte Lager ja nicht mithalten. Michael mittendrin ist ein Certified Hood Classic. ich glaube, ich werde die Ebene noch weiter erkunden, ehrlich gesagt. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich würde gerne den Demon Judgment zur Auszahlung bringen. Denn wenn wir The Beast und alles besiegen wollen, dann können wir ein bisschen Bonus-Damage vertragen. Und das Lied hier ist auch noch ein absoluter Hit. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Apropos. Yes! Warte, nein, warte, ich habe schlecht bekommen. Ich dachte gerade, ich habe einen zweiten Incubus bekommen, aber wir haben Demon Baby bekommen. Das ist nicht so gut. Erinnere mich daran, dass ich um 12 Uhr mein Links-Video veröffentlichen will. Es ist schon fast 11 Uhr. Wollte mich gerade auch sagen, vielleicht will ich es auch um 10 Uhr veröffentlichen, aber 10 Uhr war vor 50 Minuten. Die Zeit sind lange vorbei. Echt krass, wie sich Walter White im Laufe von Melke mittendrin verändert hat. Er war einfach zuerst ein zufriedener Familienvater und dann musste er sich um Zeug kümmern. Ich würde sagen, die Battery mitzunehmen wäre ein absoluter Hit. Müsste ich schon conjoined haben? Ich glaube, die Partner, die ich habe, fucking Loki's Horns. Ich glaube, von denen zählt nur Robo Baby und Demon Baby zu conjoined. Das heißt, wir sind noch nicht ganz da. Ich spiele gerade Dax zum ersten Mal bei Onslaught und Smough. Oh oh. Viel Erfolg. Das könnte ein Abenteuer werden. Hat die Wolke ihm gerade den Stinkefinger gezeigt? Habe ich das richtig gesehen? Okay, das gefällt mir gerade gar nicht. Ja. Oh mein Gott. Das ist so eine unfreundliche Wolke. Erzähl und begleite du selbst auf. Erhebst nicht durch, was? Cambion Conception? Nicht durch das eine Item, also. Oh Gott. Ich habe gerade wieder vergessen, dass ich die Tränen von, nicht direkt aus meinem Charakter rausfeuere.
Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das war so knapp. Ey, ich weiß, dass es die Niere ist. Das hat sich mir aus dem Kontext bereits erschlossen. Achso, hat jemand anders gefragt? Nein, habe ich nämlich nichts gesagt. Ich will nur sagen, dass ich es wusste. Ich weiß Bescheid. Oh mein Gott. Die doppelte Aufladung ist, das ist wild. Au, fantastisch. Hey, das ist ein Xbox-Freund. Ich denke, ich nehme die Krone mit. Ach. Och! Warum bekämpfe ich den Engel überhaupt? Ich glaube nämlich, dass wenn man den Schlüssel mitnimmt, dass es nicht mal eine höhere Engel-Wahrscheinlichkeit gibt beim nächsten Mal. Wobei, ich habe keine Ahnung. Sagen wir einfach, dass es eine gibt. Doch, tut das? Okay. Schau ich die an. So, Goldraum wollen wir noch mitnehmen. Ich mache das hauptsächlich, um Dominanz zu zeigen. Ich liebe es, dass ich in den Champion reingerannt bin. Balls of Steel! Okay, wir sind wieder im Spiel. Wir sind wieder im Balls of Spiel. Ich sehe schon, wir haben gerade gute Pillen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht mehr viele Schlüsse und Bomben übrig, was ein bisschen ungünstig ist. Warte, hatte ich den Goldraum schon auf der Ebene? Nein, hatte ich nicht. Wo ist der güldene Raum? Das ist okay, Damage übrigens. Nicht hervorragend, aber ziemlich okay. Habe ich mit Lilith eigentlich... Okay, ich habe mit ihr den Boss Rush gemacht. Aber mir fehlt nur noch so ziemlich von... Okay, mir fehlt mit Lilith jetzt noch... Oh, mir fehlt Delirium. Mother. The Beast. Okay, und Isaac noch. Ugh. Da habe ich mir ja wirklich das Einfache bis zum Schluss aufgehoben. Kleiner Funfact zu Macbeth III, der Schauspieler Malcolm, den jüngeren Bruder von Reese spielt, ist in Wahrheit älter als der Schauspieler, der Reese spielt. Das ist bitter. So, Jungs, wollt ihr mir vielleicht irgendwas Cooles droppen unter Umständen? Das finde ich eigentlich ganz cool. Ne, ich brauche keine Bombe, ich brauche einen Schlüssel. Wenn du Run hochlädst, mach bitte 100 freundliche Kreise aufs Thumbnail. Zum einen, was sind freundliche Kreise? Zum anderen, warum? Diesmal geht der Raum schneller. Yeah. Ich mache auch ungefähr dreimal so viel Schaden. Ach, 100 freundliche Kakis aufs Thumbnail. Tut mir leid. Ich kann mit Worten wie Kakis nichts anfangen. Vor allem hätte dann C sein müssen. Okay. Denn Kakis sind mehr Hosen. Oh, wir haben keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, unter Umständen... Oh oh. Oh oh. Wenn ich Planetarium auf der Ebene bekomme, werde ich so sauer sein. Oh, dann werde ich so sauer sein.
Ihr wisst gar nicht, wie sauer ich dann sein werde. Wie eine eingelegte Gurke. Okay, alles gut. So sauer werde ich nicht sein. Weiß jetzt gerade... Nein, es ist nicht zweimal der gleiche Raum nacheinander. Das war nur selben Gegner in dem Raum. Ich dachte kurz, wäre der gleiche Raum. Hatte mein Planetarium im ersten Raum und habe keinen Schlüssel bekommen. Das hatte ich auch letztes. War bei... Oh ja, das war bei der Elden-Streak Challenge. Nein, Onen-Streak. Da hatte ich einen Schlüssel, aber ich war trotzdem zu scheiße dafür. Was erhöht die Feuerrate, wenn man den Apfel mitnimmt? Eigentlich, die Gurken können süß sein statt sauer. Ja, aber in was werden sie eingelegt, um die Haltbarkeit zu erhöhen? Das ist nicht Zuckerwasser. Wo war der Shop? Ich glaube, ich will in den Shop reinschauen. Denn wenn wir BFF bekommen könnten, wäre das ziemlich in Ordnung. Nein. Kein Restock für mich. Liebe deine Videos, heute sehe ich endlich bei Live auf Twitch. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Der willkommen. Da ist Zucker drin im Wasser. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube auch, dass die in Lossüße eingelegt werden. Oder wie steht ihr dazu? Oh mein Gott! Okay, ich... Die Herzen sind einfach von mir weggerannt. Ich weiß, ich habe keine Lust auf diesen Raum. Ich hab gerade beschlossen. Okay, kann ich vielleicht mich ein bisschen besser an... Mich will ich eigentlich ein bisschen besser anstellen und nicht von jedem zweiten Gegner gekillt werden. Das wäre ganz cool. Ich wollte Beast machen mit Lilith und dann... Ah, shit, warte. Wurde ich gebettet dahingehend, dass ich Tente Lilith freischalte? Wo ich gesagt habe, dass ich keinen Tented Character freischalten will. Fällt mir jetzt gerade auf. Mit diesem unauffälligen Vorschlag. Hey, du könntest doch The Beast mit der Lilith machen. Oh shit, er hat's erkannt. Ja, wurdest du. Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich nicht gut an. Oh, wir haben so einen Poop bekommen. Halbwegs interessant. Okay, was würdet ihr davon erhalten, wenn ich nicht Tante Lille freischalten würde? Aus Protest. Münzen. Ich brauch Schlüssel. Na, Moment, ich kann mich hier in den Secret Room... Oh. Muss mich nicht mal reinsprengen. Können auch so einfach rein. Ich schätze, Hive Mind kann super stark sein, deswegen nehmen wir es mal mit. Damit würdest du es uns richtig zeigen. Damit würde ich Dominanz beweisen. Das stimmt. Dafür wärst du zu schwach. Werden wir sehen. Leute haben auch nicht daran geglaubt, dass ich den größten Samson aller Zeiten erschaffen kann. Da war eine Balls of Steel im Shop. Sollte ich die vielleicht doch mitnehmen, denn ich bin nicht gut darin, Schaden auszuweichen. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viele Begleiter mitgenommen. Also irgendwie... Es ist mir fast unmöglich, irgendwie noch zu zielen. Was ein bisschen ungünstig ist.
Ah ja. Die gute Balls of Steel. Balls of Steel. Balls of Steel. Wer ist mit Top 10 Items aus Repentance? Ich heiße jemand, der einen nicht weiter relevanten Anteil der Items kenne, bin dafür auf jeden Fall sehr qualifiziert. Ich werde mal eben im Wiki nachschlagen, was die all die Items, die ich nicht habe, machen. Och, schon. Okay, wie soll ich irgendwas noch treffen? Ich sehe einfach nichts mehr. Ich erkunde mal die Ebene weiter. Außer von Bloodborne Freak hat 200 Bits. Vielen lieben Dank, danke für all die Jahre an Entertainment. Bitteschön. So, jetzt das Spiel wieder auf Deutsch umstellen. Darkbomb heißt einfach dunkler Penner. Der dunkle Penner. Oh mein fucking Gott! Mich trifft halt auch einfach jeder fucking Angriff. Ich werde sowas von sterben in diesem Run. Ich werde so dermaßen sterben, ihr macht euch kein Bild davon. Na, lass mich den da drüben noch mitnehmen. Außerdem dort Rest 8 Monate, vielen Dank. Das hat sich falsch angefühlt, ich hab's abgelesen. Ja, was sagen wir nicht richtig. So was ich mach noch die Schädel kaputt. So ein schwarzes Herz wäre echt cool gewesen. Super Secret Room! Und er hat... Oh, okay. Das wäre nicht nötig gewesen, ehrlich gesagt. Wo setze ich ihn ein? Ich kann ihn hier nicht einsetzen. Hier? Ich setze ihn über dem Secret Room ein. Der Cracked Key hat uns nicht weitergeholfen. Mein Gott! Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich jetzt gerade in jedem einzelnen fucking Raum auf dieser Ebene genommen habe, aber oh mein Gott. Dieser Run ist... Ich spiele so schlecht in diesem Run. Ich spiele so schlecht. Ich muss die ganze Ebene noch erkunden. Vielleicht haben wir ein Planetarium hier. Oh ja, der Dingens wurde getriggert. Okay, das ist ganz gut. Vielleicht ist doch ganz gut, dass ich so viel Schaden genommen habe. Vielleicht war das die Taktik. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht. Ace of Hearts kann dir Seelenherzen geben. Es gibt Leute, die Teile Seelenherzen nennen. Kein Planetarium, wie mir scheint. Der Blatt. Bank und viele rote Herzen ist... Oh Gott. Ich nenne sie Titanherzen XD.
Ah ja. Ich auch. Ich nenne sie auch Titanherzen. Oh, Justice. Justice. Nah. Keine Hits. Ich glaube, ich sollte die Ace of Hearts Karte mitnehmen. Tintenherzen. Aber warum Tintenherzen? Bayana macht sich wieder über Rechtschreibfehler lustig. Bayana? Ich meine, komm schon. Ja, an dem Punkt kritisierst du dich schon selbst. Muss ich nicht mal mehr was zu sagen. Ich als Bayana. Au. Okay. Damit habe ich auf jeden Fall offiziell alle meine Soul Hearts verloren. Schau ich den Toastmann an. Lucky Penny. Fühle ich mich sehr glücklich, ihn zu haben. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir einen akzeptablen Shop bekommen. Eine Bloodbank wäre auch hervorragend auf dieser Ebene. Das ist mir keine zwei Schlüssel wert. Ich bin schön, wenn der Toast-Begleiter von der Seite aussieht. Ja, yeah, er ist ein Toast und er steht dazu. Oh, das habe ich nicht verdient. Ich kann es trotzdem mit Freuden mitnehmen. Auch wenn ich es wirklich, wirklich, wirklich nicht verdient habe. Oh, und ich hoffe nur, dass wir noch einen Shop haben werden auf der Ebene. Ah, wobei, nächste Ebene. Oh, ich hätte hier Ace of Hearts einsetzen sollen. In der nächsten Ebene haben wir ja... Oh, das hat gut geklappt. In der nächsten Ebene haben wir ja auch noch einen Shop. Das ist eine Sache, die ich immer gerne vergesse, wenn man zu The Beast geht. Okay, warte, was hat es gerade mit diesem schwarzen Herzen auf sich? Warum bekomme ich ständig schwarze Herzen? Vergiss nicht die Full-Karte. Keine Sorge. Ich habe nicht vor, sie zu vergessen. Deswegen habe ich nämlich ja an sich noch Ace of Hearts eingesetzt. Ich meine, wir können den dunklen Pen auf jeden Fall mitnehmen, aber lass mich erstmal weiterschauen, ob wir noch eine Bloodbank haben, zum einen. Zum anderen... Gib mir bitte noch die Möglichkeit, was anderes zu duplizieren. Okay, was hat es mit den schwarzen Herzen auf sich? Und wo kommen die? Ich bin mir nämlich wirklich nicht sicher, aber ich habe gerade so viele gefunden. Die Streichholzpackung. Streichholzpackung? Das soll eine Streichholzpackung sein. Die erhöht die Chance auf schwarze Herzen, aber ich bekomme die jetzt gerade eben erst. Die ganze Zeit nur welche. Oh mein fucking Gott. Und wieder werde ich von einem erwischt. Oh, der Toast macht das. Oh, das ergibt so viel Sinn. Ja, shit. Wir kommen gerade nicht wirklich an Item. Okay, folgende Sache. Wir holen jetzt die Full-Karte. Und dann werden wir Mar machen, ohne was zu duplizieren. Und dann hoffen wir, dass wir einen Angel-Deal bekommen.
Wie klingt das für euch? Oh ja, und Darkbaum sollte ich noch mitnehmen. Sebastian werde ich jetzt direkt mitnehmen, bevor ich das vergesse. Das wäre nämlich nicht gut, wenn ich den vergessen würde. Kannst du die Fotos duplizieren? Nice. Das wäre das Leben. Oh, hier liegen so viele Herzen. Ah ja, ich habe hier auch die Dingenskarte eingesetzt. Ich konnte bisher auch noch nicht wirklich mit Hive Mind was anfangen. Sein, der Damage ist schwer in Ordnung. Was mir gerade auffällt, es ergibt wahrscheinlich Sinn, wir hatten die Krone, die ich inzwischen natürlich verloren habe. Ja, wohl schwer gewesen, für den Damage nicht okay zu sein. Devil Deal, der ist mir ehrlich gesagt sogar noch lieber. Wenn ich mal ehrlich sein soll. Wow. Mein Bloody Lust ist okay. The Fool. Yeah. wir hatten schon bessere Devil Deal Items. Wir hatten durchaus schon mal bessere Devil Deal Items. Ein weiterer Schritt zum Bock, wenn wir mal hin. Ja. Yeah. Aber gut. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Wobei, wir nehmen noch die paar roten Herzen mit. Und ich glaube, ich werde nicht die Schlüssel zahlen für den Würfelraum, weil ich wüsste nicht ganz. Na, dann wiederum. Im Würfelraum könnte eine 5 sein. Ich glaube, ich schaue den Würfelraum. Book of the Dead ist solider. Man hat irgendwie immer was Besseres als Book of the Dead. Naja, cool. Damage plus für jeden besiegt. Was meinst du, das Item, was ich habe? Kann ich jetzt noch Angels bekommen? Ich meine, wir bekommen keine mehr an dem Punkt des Runs, zum einen. Zum anderen glaube ich ja, weil ich glaube... Au, Health down. Ich glaube, man verliert nur Zugang zu den Angel Deals, wenn man Herzen ausgibt in dem Devil Deal. Dadurch, dass ich dupliziert habe, sollte alles okay sein. Na gut, gehen wir weiter. Ich hoffe, dass ich vielleicht noch Planetarium finde. Ja, warum nicht? Na, seht ihr? Hat sich direkt gelohnt. Dankeschön. Das Soulart weiß ich sehr zu schätzen. Abgesehen von der doppelten Aufladung, die ich aktuell haben kann, bin ich übrigens noch sehr unsicher, was diesen Run angeht und seiner Chance, tatsächlich The Beast zu besiegen. Sandkarte wären sich auch nett, aber zum einen können wir sie nicht mitnehmen und zum anderen... Was? Lass mich direkt jetzt einsetzen. Damit ich nicht ewig herumirren muss. Und wir haben kein Planetarium. Sehe ich das richtig? Das sehe ich absolut richtig. Au. Bisschen uncool. Aber dafür bekommen wir noch eine Sandkarte.
Ja, ja. Burger ist schwer in Ordnung. Nicht ganz das, was ich wollte, aber das war eine grundsolide Ausbeute gerade aus dem Shop. Und jetzt lasse ich mich noch ein bisschen Cash einzahlen. Das war eine grundsolide Ausbeute, wenn ihr mich fragt. Vor allem das Item, mit dem mein Spacebar-Item jetzt nur noch 2 Charges braucht, um voll zu sein. Das wird im Kampf gegen The Beast ziemlich gut sein. Da können wir nämlich von den Reitern super viel bekommen. Ansonsten befürchte ich, dass ich direkt weitergehe. Ich habe das Gefühl, es gibt gerade nicht mehr viel zu erledigen auf der Ebene für mich. Aufregender Raum. Würde das funktionieren? Ich meine, damit kann Planetarium auch in Wurm und Korb spawnen. Und gilt das auch für den Rückweg? Nein? Nein? Okay. Dann war meine Vorfreude unbegründet. Lass mich an dem kleinen Mann noch spielen. Der kann Batterie-Items, glaube ich, droppen, oder? Wenn wir das mit der doppelten Aktivierung bekommen würden, wäre das ziemlich gut. Wobei wir auch so beim Kampf gegen den Biester auf die maximale Menge von Begleitern kommen sollten. So, jetzt brauche ich nur noch einen Raum-Charge für mein Spacebar-Item. Verstehe ich das gerade richtig? Ich habe jetzt 2x minus ein Charge bekommen. Ja, oh mein Gott. Das ist relativ stark. Ich meine, alle 15 Gegner nochmal kostenlos das Item einsetzen. Ist auch okay. Gut, dann gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Also von March 46 Monate. Resub. Wie lieben Dank. Wann kommt die Batterietransformation? Haben sie überhaupt in Repentance noch neue Transformationen hinzugefügt? Das Gefühl, neue Transformationen sind zwischen lange her. Speed up. Range up. Das ist ein bisschen nervig. So, Goldraum, den ich verpasst habe, war der erste. Das heißt, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Und da habe ich auch gleichzeitig mein Trinket abgelegt. Oh, hallo. Ich wusste gar nicht, dass hier auch Portale spawnen können. Ich dachte, Portale kommen nur in The Void. Edmund war die letzten satt und wollte keine weiteren einbauen. Ich würde verstehen, warum. Denn in Afterbirth Plus kamen ein paar Transformationen, die nach denen niemand gefragt hat. Zuerst lasse ich mal nachschauen, wie es mit meinem Charges aussieht. Guppy und Bookworm sind eh die einzigen Transformationen. Okay. Ah, nein, okay. Das mit nach einem Raum vollen Charge haben funktioniert nicht. Meist Transformationen sind shit. Was will man generell haben? Seraphim? Guppy, Bookworm, eventuell diese eine Satans-Transformation, aber oh ja, Spawn. Okay, es gibt ein paar brauchbare. So was wie Lord of the Flies bekommt man aber gar nicht mehr. Transformationen, die meist sind so schwer zu bekommen und
Beziehungsweise, man bekommt sie schlicht und ergreifend nicht. Nicht mal schwer zu bekommen, ist einfach nur unwahrscheinlich. Also sie sind trotzdem wirklich nicht gut. Ist ja ein Mauszeiger mit Augen. Streamer, das, der Mauszeiger ist im Bild. Mach den mal bitte weg. Habe ich das neue Yu-Gi-Oh! Spiel gesehen auf Steam? Ich habe mitbekommen, dass es rauskommt, aber ich habe nicht reingeschaut. Vielleicht werde ich irgendwann mal reinschauen. Keine Ahnung. Ich habe aktuell nicht so das Bedürfnis danach. Au, ich habe die Explosion nicht gesehen. Die Explosion habe ich aber gesehen. Spezialkraft gefüllt mit der Pay to Win. Nice. Ist halt ein Konami-Spiel. Sind nicht unbedingt dafür bekannt, nicht sowas zu machen. Vielleicht bekommen wir eine Balls of Steel Pille. Das war gut. Oh, Tinted Rock. Small Rock. Warum nicht? Warum denn nicht? Das ist jetzt keine Balls of Steel Pille, aber wisst ihr was? Wir machen Sun. Aber warum denn nicht? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Leben. Vor allem bekamen wir auch sehr viel weniger rote Herzen jetzt noch gedroppt, als ich mir wünschen würde. Aus denen könnte der kleine Dark Bomb was zaubern, aber dafür müssten wir welche bekommen. Gott! Ich würde sterben. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage sein werde, den Kampf zu schaffen. Schon allein, weil ich viel zu oft getroffen werde. Aber auch, weil wir keine Herzen mehr gedroppt bekommen. Soll ich weiter erkunden, in der Hoffnung, dass ich rote Herzen irgendwo bekomme? Ich glaube, ja. Ich meine, wir können auch Judgments und sowas spawnen. Wieso werde ich in jedem fucking Raum getroffen? Und wieso stirbt... Gehen wir einfach weiter. Der Run ist eh gelaufen an dem Punkt. Spielt an dem Punkt nicht mehr die größte Rolle, was wir machen. An dem Punkt hat es sich sowieso bereits erledigt. Die gute alte Tick. Die nehmen wir mit. Nächstes Home schaffen wir noch, oder? Zweimal der gleiche Raum nebeneinander. Uncool zum einen, zum anderen, yeah. Den Weg bis Home. Wie schaffe ich es eigentlich, in jeden einzelnen fucking Gegner reinzurennen in diesem Run? Das liegt daran, dass ich nicht wirklich erkennen kann, wo zum Fick überhaupt meine Hitbox ist. Ich die ganze Zeit nur darauf achte, womit man schießt. Das macht es super seltsam zu dodgen. Ich kann nichts dafür, wenn der Stream laggt. Ich habe keine Frame Drops.
Shot Speed Up. Gute Neuigkeiten. Wir haben Shot Speed Up. Okay. Vielleicht bekommen wir hier noch was. So. Vielleicht bekommen wir hier noch ein Top-Tier-Item. Wer weiß das schon? Es ist unwahrscheinlich, aber... es ist nicht unmöglich. Das ist ein guter Versuch. Ja, ich bin... oh, das mit dem, du hast den Goldraum vergessen. Das war kein guter Versuch. Dieser Bluff ist von Sekunde 1 an aufgefallen. Oder worum geht's? Ich bin sehr verwirrt. Ja! Vielleicht sind wir noch zurück im Run. Das Hauptproblem ist nur, dass ich aktuell noch Stumme Rottenheart dabei habe. Das ist nicht gut für mich. Das wäre Ebene 1? Nein. Das Trinket doch in Ebene 2 abgelegt, wie es aussieht. Der Suicide King. Treasure Map! Das heißt Schatzkarte. Map ist die Karte. Vergesst das bitte nicht. Suicide King und Treasure Map. Absolut fantastisch. Aber gut. Wir haben auch ein paar Herz bekommen und Dark Bomb hat einfach mit nichts ausgezahlt. Was auch ein bisschen uncool ist, muss ich ehrlich gestehen. Auch zu pfeifen. Oh. Eternal Heart. Das bedeutet, wir bekommen auf jeden Fall noch ein HP ab. Gelten Bone Tears als gut? Ich würde einfach mal behaupten, sie gelten als... hey. Ja, gut genug. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen dann mal los. Wie Crickets Buddy? Oh. Der Cricket ist ein guter Buddy von mir. Ich überlege gerade, wie ich am besten mein Zeug einsetzen will, aber will ich schon zweimal meine Box gegen Dogma einsetzen oder nur? Ich glaube, ich werde sie einmal einsetzen. Lilith war die mit dem Kaiserschnitt. Yep. Yep. Ich weiß ein Tears ab. Okay. Also, wünsch mir Glück. Ich habe mich dazu entschieden, es zweimal einzusetzen. Das ist absolut hervorragender Damage gegen Dogma gerade. Au. Warum bin ich so langsam? Oh, ich habe 0, oh, das ist nicht gut. Unter Umständen war ich zu langsam, um auszuweichen. Ich werde aufgehalten, ich bekomme Soul Hearts. Okay, das ist gut. Ich war zu langsam, um auszuweichen.
Mein Holy Mantle! Oh mein fucking Gott, kannst du bitte aufhören? Komm schon, Aufladung. Yes! Angriffsstärke verdoppelt. Nein, ich sehe das. Willst du mich verarschen? Ich konnte nichts sehen. Oh Gott. Ich sag's euch, diese alle 15 Gegner eine Aufladung bekommen. Das ist der Stoff. Ich bin so langsam, ich kann nicht ausweichen. Ich bin zu langsam, um auszuweichen. Das ist ein deutliches Problem, wenn ihr mich fragt. Und gerade ist die Sense in mir drin gespawnt. Oh, wir machen die Steinteile kaputt. Das ist ziemlich hilfreich. Vielleicht schaffen wir es doch. Macht ihr den Brimstone? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich glaube, solange er in Bewegung ist, sollten wir sicher sein. Und wir haben es geschafft. Okay. Oh Gott. Der Damage gegen The Beast war ziemlich okay. Das war knapp. 0,95 Speed war nicht gut für diesen Kampf. Ich möchte anmerken, ich konnte oftmals am Ende... War das vielleicht auch das Problem, warum ich die ganze Zeit so viel Schaden genommen habe, weil ich so langsam war? Und wir haben C-Section. Das war insaner Damage. Ja, gegen The Beast davor nicht so sehr. Und wir haben die gute C-Sektion. Das heißt, was wir heute freigeschaltet haben, am heutigen Tage ist Rock Bottom und C-Section.